ganz andere Seite auf. Was, Mama? So geht das nicht weiter, nein! Bitte hör doch auf. Ich hab das wirklich nicht so gemeint. Fass dich nicht Was an. Hast du nicht so gemeint? Was hast du gemacht? Das glaub ich nicht! Glaub ich einfach nicht! Nicht mit mir! Erwartest du jemanden? Ja, in der Tat. Cecile von den Ladies in Crime. Aha, alter englischer Adel, nicht wahr? Ladies in Crime ist eine Gruppe von Schriftstellerkollegen, ja? Und Cecile ist eine Debütantin, eine... Oh. Eine, wie soll ich sagen... Ist sie das? Ach, ich hab dir Post mitgebracht. Danke. Sag mal, du weißt nicht, wie sie aussieht? Ich bin ihr eben noch nicht begegnet. Na und? Aber ihre E-Mails faszinieren mich. Ach, die Mails? Cecile will ihre erste Kurzgeschichte in einer Anthologie von erotischen Krimis herausbringen. Na, da brauchst du deinen fachmännischen Rat. Was machst du da? Wer hat dir das erlaubt? Hör auf! Lass sie in Ruhe! Sag ihm jetzt mal selber, dass ich nie wieder anfassen darf. Entschuldige bitte, Roland, ich wollte wirklich nicht... Sag deiner Tochter, dass sie sich da raushalten soll. Er hat es nicht so gemeint. Doch. Und wenn du nicht endgültig abhaust, dann schlägt er dich wirklich tot. Sandra, wir haben das besprochen. Das ist geklärt. Aber deine Steinobstüberempfindlichkeit ist doch schon viel besser. Entschuldige bitte. Kein Problem. Schade. Wieder die falsche. Vielleicht ist es ja die da hinten. Charlotte. Cecile ist eine Debütantin. Hey, den brauche ich noch. Was denkst denn du, wenn du sowas siehst? Hallo, hier ist Charlotte. Mein Gott, wer schickt dir denn sowas? Du, ich würde dir gern was Süßes rüberschicken. Ja, morgen früh wäre gut. Ich hab mir die ganze Nacht mit deinem blöden Riegel um die Ohren gehauen. Aber dein Instinkt war richtig. Der Riegel ist vergiftet. Das Gift stammt aus einem Korrosionsschutzmittel. Maschinenbau, Schifffahrt, sowas. Die Wirkung kann sehr eindrucksvoll sein. Ich kenne dieses Forte gar nicht. So, Kraftriegel für Muskelmänner, alles Bekloppte. Die Dinger schmecken wie getrockneter Haferschleim mit Kaugummi. Ich habe mir mal ein paar Exemplare als Vergleichsprobe geholt. Ich druck dir den Namen von dem Gift mal aus. Das könnte aber doch auch eine Produkterpressung werden. Halte ich für unwahrscheinlich. Hier. Trimethanoctatolul. Phenylcarbonhydrid. Ist da klar?
Sonnenklar. Ist was? Nix ist Roland, mach eine Hose her! Jetzt los. Einer muss zum Drucker die Karten holen für die neue Saison. Ja, ist deine Aufgabe. Nee, das ist deine Aufgabe. Schmeckt's nicht? Halt mich doch am Arsch. Ich auch, wenn ich dich sehe. Willst du sagen, ich hätte gekrampft, mich dann erbrochen und anschließend Exitus mitten im Restaurant? Martin, ich lasse dich doch keine Beweismittel essen. Ja. Was ist, wenn dich bloß jemand auf den Arm genommen hat? Hm? In der Sendung war tödliches Gift. Aber das heißt doch, dass du akut gefährdet bist. Die Post ging an unsere Privatadresse. Und deshalb muss ich auch den Absender finden. Im Internet. Wer weiß? Dann solltest du diesmal dein Analogkabel nicht vergessen. Komm hoch, Mann! Trink den, dann geht's dir gleich besser. Du bist eine starke Frau, Nienke. Du wirst das schaffen, glaub mir. Ich weiß, dass du die Kraft dazu hast. Ich kann das nicht. Du hättest ihn heute Morgen sehen sollen. Es wird immer schlimmer. Ja, ich weiß. Aber ich bin immer bei dir. Entschuldigung. Ja, Pretorius? Gut, ich komme. Dein Mann, Sutrup, ist an Bord kollabiert. Jetzt. Der Mann hat eine schwere Vergiftung. Rufen Sie einen Notarzt. Sofort. Hau ab!
hau ab! Ja? Ja, ich wollte nur wissen, wie es ihm geht. Ja. Ja, können Sie denn schon was Genaueres sagen? Ja, ich bin die Freundin. Okay. Danke, ich melde mich wieder. Tag. Tut mir leid, wir haben Mittagspause. Oh. Ich beeile mich, versprochen. Sie haben so schöne Sachen hier. Der Chef kann sich vonschreiben, wenn Sie mittags noch im Laden stehen. Ich bin selber der Chef. Gratuliere. Sie haben da ein Loch im Pulli. Ich weiß, es ist mein Lieblingspulli. Ich ziehe ihn trotzdem an. Das kenne ich. Sie müssen mal an der Seitennaht nachsehen. Manchmal hängt da noch ein Rollfaden. Damit kann man das Loch zusammenziehen. Das machen die Kunststopfer genauso. Was kann ich Ihnen geben? Im Moment ist bei mir so ein Kraftriegel, der Renner. Forte heißt der. Forte habe ich nicht. Wissen Sie, wo ich das im Dorf kriegen kann? Keine Ahnung. Entschuldigung, war hier ein Notfall? Notfall? Nee, nee.
kann ich denn mein Auto abstellen? Oh, hier ist ja autofreie Zone, aber ich kann Ihnen gern Fahrrad vor die Tür stellen. Ach, das wäre nett. Kommissarin sind Sie? Mhm. Ich hatte sogar mal einen Polizeivizepräsidenten. Als Mann? Nee, als Gast. Er hat hier vor meinen Landfrauen Vortrag gehalten. Boah, war langweilig. Er war bloß ein Vize für Verwaltung. Verstehe. Sind Sie auch in der Verwaltung? Oder mehr im richtigen Leben? Eher beim richtigen Tod. Mordkommission. Aber bitte behandeln Sie das streng vertraulich. Ist das wegen der Sache heute Mittag auf Jelineks Kutter? Jelineks Kutter? Vor Ihnen muss man sich aber in Acht nehmen, ne? Ist der Sud Robert noch tot? Man mag ihn ja nicht mögen, aber das hat er ja nun auch nicht gerade verdient. Was haben Sie denn von der Sache mitbekommen? Nichts. Bloß, dass der Wolfgang mit Magenkrämpfen nach Norden in die Klinik gekommen ist. Und schicken Sie den Mageninhalt sofort an diese Adresse. Ich muss unbedingt wissen, ob es sich um eine Intoxikation mit einem bestimmten Gift handelt. Welches Gift denn? Trimethylphenyl. Hier, wissen Sie selber. Woher wollen Sie das denn wissen? Rufen Sie den Herrn Meier an, der erklärt es Ihnen. Sie gehen da nicht rein. Und wenn doch? Rufen Sie die Polizei? Was haben Sie heute gegessen? Müsli. Wie immer. Selbst gemischt. Und sonst nichts? Nee. Ich bin vorsichtig mit dem Essen. Ich bin Allergiker. Sind Sie ganz sicher, dass Sie keinen von diesen Riegeln gegessen haben? Ganz sicher. Noch nie gegessen, das Zeug. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin. Was ist denn damit? Ach, nichts. Der Jelinek, der Verbrecher, der frisst die Dinger massenweise. Und der Pretorius scheint sie auch zu mögen. Oh. Ganze Ration hat er aus dem Schrank genommen, als der Jelinek draußen war. Und was hat der Pretorius damit gemacht? Eingesteckt. Eine Manteltasche. Der alte Kurfuscher. Frau Lindholm, bitte. Ja, ich komme gleich. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ihnen geht's bestimmt bald wieder besser. Was finden Sie denn, Herrn Pretorius? Der hat da oben sein Büro. Du kannst dich auf mich verlassen. Und sonst ist ihm wirklich nichts aufgefallen? Nee. Er hat sich den Magen verdorben und wir haben den Notarzt gerufen. So, dann kommt da gleich die Polizei. Entschuldigen Sie, ich hatte heute noch nichts zu essen. Wollen Sie mir irgendwas sagen? Nee. Darf ich da mal reinschauen? Tja, wenn es sein muss. Die gehören mir nicht, die muss mir jemand reingetan haben. Warum lügen Sie? Sie können ja meine Mitarbeiter fragen, ob ich immer Kraftriegel esse. Brauchen Sie eine Quittung? Ja. Kennen Sie Wolfgang so doch gut? Nee, er war mal Patient bei mir. Falls Sie mir doch noch sagen wollen, warum Sie die Riegel auf dem Kutter an sich genommen haben, rufen Sie mich an.
Charlotte, mach hin. Tango lässt meine Schülerinnen warten. Ich habe ja wieder einen Kraftriegel ohne Luftpolster. Ich gehe mal davon aus, dass man nur mit einer Spritze das Gift injizieren kann. Richtig. Und dabei entweicht die Luft. Wenn du mit einer Lupe guckst, siehst du den Einstieg. Ich habe keine Lupe. Ich schick's dir rüber. Sag mal, ist die Probe aus dem Krankenhaus schon da? Ja, die ist da. Bitte nimm sie dir vor, so schnell du kannst. Manjana. Hallo? Manjana. Alle Mann fort. Tschüss. 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 Tut mir leid, ich fahre heute nicht mehr raus. Aber morgen nehme ich Sie gern mit. Sie, Herr Jelinek? Ja? Ich komme wegen dem Notfall heute Mittag. Sie waren doch an Bord, als das passierte, nicht? Ja. Wieso? Sind Sie von der Berufsgenossenschaft? Nein, Mordkommission. Mordkommission? Wieso? Gehen Sie einfach davon aus, dass ich schneller bin, als die Polizei erlaubt. Aber der Wolfgang lebt doch noch, oder? Ja, sicher. Darf ich? Ja, bitte. Kommen Sie mit. Arbeiten Sie schon lange mit Sodo zusammen? Das ist mein Partner hier auf dem Schiff. Dann sind Sie Freunde. Das kann man so nicht sagen. Wo ist denn das Geschirr von dem Sodo gegessen, ne? Da, das ist sein Teller. Wer hat denn das so sauber gespült? Das spült der Wolfgang selbst. Haben Sie auch von dem Müsli gegessen? Nein, ich esse das Zeug nicht. Aber Sie essen diese Kraftriegel namens Forte, stimmt's? Ja, das stimmt. Kaufen Sie die hier im Dorf? Nein, im Fachhandel, in Aurich. Da haben Sie ja vielleicht noch welche hier. Nicht, dass ich wüsste. Kennen Sie sonst noch jemanden, der die isst? Nee, aber was soll das? Was wollen Sie die ganze Zeit von mir mit diesen Porteriegeln? Herr Jelinek, setzen Sie bitte mal. Kommen Sie, setzen Sie sich. Schreiben Sie mir noch mal hier drauf, in Druckbuchstaben. Kommen Sie schnell, sonst Mord. Diese Karte hier hat man mir zugeschickt. Zusammen mit einem vergifteten Forteriegel. Und wer hat Ihnen die geschickt? Wissen Sie es? Nee. Erkennen Sie die Schrift? Nein. Fällt Ihnen sonst irgendwas dazu ein? In diesem Dorf sind nur Erben und Feiglinge. Herr Jelinek, falls Sie noch irgendwo Forteriegel finden, geben Sie sie mir. Das Gift ist tödlich. Das habe ich ihr auch schon gesagt. Ja? Pretorius, lass die Finger von meiner Frau.
Guten Abend. Guten Abend. Darf ich vorstellen? Das ist eine echte Kommissarin aus Hannover. Meine Frau und meine Tochter. Guten Abend. Wir haben uns ja bereits kennengelernt. Wollen Sie vielleicht Platz nehmen? Ich habe gerade Tee gemacht. Vielleicht möchten Sie welchen? Das ist nett, Frau Jelinek. Ich komme noch mal wegen der Kraftriegel. Haben Sie noch welche im Haus? Da sind Sie. Haben Sie noch mehr davon im Haus? Nicht, dass ich wüsste. Ich dachte, Sie haben keine Ahnung, wo es die Dinger gibt. Sie wollten wissen, ob ich sie im Laden habe, und ich habe Nein gesagt, okay? Aber Sie hätten mir doch sagen können, dass Ihr Vater diese Riegel isst. Sie haben mich nicht danach gefragt. Meine Tochter interessiert sich nicht mehr so für die Hobbys meines Mannes, seitdem sie erwachsen ist. Immerhin wohnen Sie unter einem Dach. Angst? Wieso? Wenn sich herausstellt, dass die Riegel vergiftet sind? Wissen Sie, ich habe ganz früh in meinem Leben gelernt, dass es am besten ist, wenn ich alles selbst im Griff habe. Wer hat denn sonst noch Zugang zu dem Raum? Hier wird nicht alles abgeschlossen, wie in der Stadt. Haben Sie Feinde? Naja, Sie haben es ja selbst mitgekriegt. Der Pretorius. Der würde sich freuen, wenn ich weg bin. Wieso? Er stellt meiner Frau nach. Und was sagt Ihre Frau dazu? In der Ehe ist es wie hier an der Küste. Mal Sonne, mal Sturm, das tut der Liebe keinen Abbruch. Auch wenn Sie so mit ihr umgehen wie vorhin? Meine Frau liebt mich. Schönen Abend noch. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wo lass die Finger von meiner Frau? Was hast du nicht mit Zunut gemacht? Zürcht, Mann. Der hier. Ja, bitte. Moin. Moin! Hier ist der Schwarz. Das ist mir spät. Das tut mir leid. Die Küken ist dicht. Ja, dann bringen Sie mir doch ein Bier zum Mitnehmen. Ja, das kann ich noch. Danke. Nicht mal einen Flaschenöffner an dir. Aber Kronkorken kann man doch auch mit den Zähnen öffnen, Charlotte. Mit deinen vielleicht. Mein Zahnschmelz ist zu weich. Genetisch bedingt. Aber früher, da hatte ich immer so ein Ding am Schlüsselbund, weißt du? Na prima. Schlechte Noten, Pickel und immer einen Flaschenöffner in der Hosentasche. So einen Jungen bräuchte ich jetzt. Und heute? Ich meine, ohne so ein Ding am Schlüsselbund, könntest du mich da nicht vielleicht auch ein kleines bisschen brauchen? Für deinen Computer zum Beispiel? Mein Computer? Ach so, nee. Der ist installiert und hochgefahren. Und du? Was machst du am Wochenende? Lass mich raten. Die Krimi-Schwester? Ja, genau. Ihr trefft euch? Aber nein, wo denkst du hin? Sie hat angerufen, aber sie hat ein paar Sachen gesagt. Puh, ich habe richtig rote Ohren bekommen.
Du meinst so richtig Telefonerotik? Was denn so? Leider nein. Nur kriminalistische Punkte, aber die waren ausgesprochen hinreißend, Charlotte. Nur Subtext, verstehst du? Das nicht ausgesprochene. So ein Telefonat hätte ich auch gern mal wieder. Na, Frau Kommissarin, schmeckt? Ich kann Ihnen auch gerne noch ein paar Gramm bringen, gerade frisch gepult. Danke. Erzählen Sie lieber weiter. Oh, der Jelinek ist ein wichtiger Mann hier bei uns. Dem gehört der Fahrradverleih und die Pizzeria unten am Hafen. Und dann hat er noch für teures Geld dem Suhrtrupp die Hälfte von dem Kutter abgekauft, auf dem sein Vater sein Leben lang als Handlanger geschuftet hat. Und seitdem sind die beiden Partner. Naja, das ist ein bisschen ein Kreuz, wissen Sie. Moin. Ja. Oh, moin. Mit dem Suhrtrupp kann hier bald keiner mehr in Frieden leben. Schon gar nicht, seit das mit seinem Asthma so schlimm geworden ist. Dabei ist der Jelinek der Tüchtige, der sich immer um alles kümmert. Und zum Dank dafür hat ihn der Suhrtrupp auch noch verklagt. Verklagt? Moin. Weshalb? Moin. Moin. Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht so richtig. Wieso verkauft der Jelinek nicht einfach die Hälfte von seinem Schiff? Dafür ist er zu stolz. Außerdem schauen Sie sich doch mal bei ihm zu Hause um. Da können Sie was erleben, wie der mit seiner Frau ist. Wir Landfrauen, ne? Uns gibt's schon seit 1948. Der einzige Verein hier in Nordersiel, in dem keine Männer sind. Das kann doch auch mal ganz schön sein, ne? Ist Nünke Jelinek auch bei Ihnen im Verein? Aber das täte ihr doch bestimmt gut. Sie ist doch nicht glücklich. Ich meine, in der Ehe kriselst doch, oder? Nö, nö. Muss der Ehe sogar. Sie ist ein bisschen sensibel, still, hält sich von allem zurück. Man kann nichts Negatives über die Jelinek sagen. Weil er so ein wichtiger Mann ist? Was ist mit der Tochter? Ich meine, die hat doch sicher Probleme mit dem Vater, ne? Oh, ich denke mal, das ist so das Normale in dem Alter. Meine Tochter war da genauso. Sommermodelle sind noch nicht eingetroffen, aber diese hier sind schön zeitlos. Ah, das hier wird sehr gerne genommen. Wenn Sie da mal bitte reinschlüpfen wollen. Haben Sie den auch ein, zwei Nummern kleiner? Schau ich mal nach. Seit wann praktiziert eigentlich der Pretorius in Nordersiel? Keine Ahnung, da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Was war eigentlich gestern bei den Jelineks, als Sie dort waren? Keine Ahnung, da müssen Sie sich schon selbst fragen. Ich glaube, ich nehme den ersten hier. Gehen Sie ins Kurbad? Ja, warum? Bademützenpflicht. Und runterziehen. Und noch einmal rauf. Und runterdrücken. Und die Arme gestreckt lassen. Rauf. Und runterziehen. Und wieder rauf. Und noch mal runter. Und Arme gerade lassen. Runterziehen. Und wieder rauf. Und runterziehen. Da hat nie mal ein Föhn bei uns gekauft. Und runter. Geschweige denn irgendwas Elektrisches fürs Schiff oder seine Lähmen. Hilde, snack mich. Und lang machen die Aber Arme. Wehe, wir gehen nicht mindestens einmal im Monat in seine Pizzeria essen. Warum kauft der Jelinek nichts bei Ihnen? Wenn er ein Pfennigfuchser ist und alles zum Großhandelspreis haben will. Seine Nünke muss ja sogar noch ein Haushaltsbuch führen. Du übertriffst, Jumulwer. Ist doch wahr, er hat sie total unter der Fuchtel. Schon immer. Naja, ist ja auch eine attraktive Frau. Und ziehen. Kräftig ziehen.
Was ist denn dran an den Gerüchten zwischen Lünke und Pretorius? Ich sehe nur, wie oft die hierher in die Praxis kommt. Das ist doch nicht nur wegen der Behandlung. Und rechts hochziehen. Der Pretorius und der Jelinek haben eine Menge gleiche Interessen. Was denn? Sonst hätten die doch nie zusammen den Wolfgang vergiftet. Nur hol ober mal den Zwistel. Aber das wissen Sie ja sicher schon. Ach, so war das. Da muss man doch nur eins und eins zusammenrechnen. Als Heilpraktiker kommt der Pretorius langsam ans Gift und der Jelinek tut dem Sörtrup ins Essen. Ist doch sonnenklar. Sagt mein Mann auch. Noch ein Wort und ich düge dir immer. Und warum haben Sie ihn vergiftet? Wegen der Prozessiererei von dem Sörtrup. Er ist eine Ratte. Und Sie vergiften ihn wie eine Ratte. Sagt mein Mann. Frau Hauptkommissarin. Und rechts hochziehen. Und links. Jawohl. Rechte Seite raus. Und Frau Hauptkommissarin. Und ziehen. Rechtlich ziehen. Da sind Sie ja endlich. Jawohl. Okay, und nach vorne. Da gehen Sie schon mal vor. Ich komme gleich nach. Jawohl. Nach vorne schieben. Und schieben. Und noch einmal schieben. Das Ganze mit Kraft vor. Jawohl, prima. Einmal noch schieben. Und... Lass mich in Ruhe. Was ist hier los, Sandra? Verpiss dich! Das hing heute früh an meinem Fahrrad. Typisch. Wie mit der Karte zu Ihnen nach Hannover. So sind die hier, immer hinten rum. Ich weiß nicht viel von dem, was hier hinter den Kulissen läuft, weil ich nichts wissen soll. Die trauen mir nicht, weil die hier oben an der Küste noch nie der Polizei getraut haben. Das glaube ich, dass das nicht immer leicht ist hier. Ja, neulich habe ich dem Schröder bei einer Alkoholkontrolle den Lappen abgenommen. Daraufhin haben die 3 Wochen in der Kneipe kein Wort mehr mit mir gesprochen, ne? So läuft das hier. Und wenn dann eins von den Kids zu viel gesoffen hat und mit dem Moped gegen den Baum rast, sind auch wieder an Schuld. Genau so ist es. Lag mal in letzter Zeit dienstlich was gegen Jelinek oder Pretorius vor? Bei mir nicht. Checken Sie mal Norden und Aurich. Mach ich. Was machen Sie eigentlich heute Abend? Die Kollegen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was heißt denn nicht übertrieben, verdammt nochmal? Muss es wirklich immer erst eine Leiche geben, bis wir einen Arsch hochkriegen? Entschuldigung. Hi. Na? Hallo. Dach, schön, dass Sie da sind. Kommen wir gerne. Der Mageninhalt enthält nicht nur diesen Kraftriegel, sondern auch Spuren von unserem Gift. Mist. Ich hatte so gehofft, dass... Herr Hansen, Sie übernehmen bitte die Therapieräume hier. Wir gehen rüber in den Schwimmbadbereich. Pretorius, schreiben Sie mir doch bitte da mal was rein. Wie bitte? Was denn? Wie wär's mit kommen Sie schnell, sonst Mord? In Druckbuchstaben bitte. Herr Sörtrup hat Sie verklagt. Warum? Angeblicher Behandlungsfehler. Aber ich gewinne den Prozess. Viel Glück. Und Thilo, macht Spaß, bei den Mitbürgern schnüffeln zu gehen? Roland, du bist doch immer dafür, dass die Polizei ihren Job tut. Dann mach deinen Job. Kümmer dich um die falsch geparkten Autos.
Ja. Ich bin's. Moment. Patientengespräch, Sie brauchen mich ja nicht mehr. Das hättest du niemals tun dürfen. Ich konnte nicht wissen, dass das so läuft. Jetzt beruhig dich. Du hast keine Schuld, du ganz sicher nicht. Ich hab solche Angst. Jetzt geh nach Hause und nimm 10 von den Tropfen. Ja. Und? Ja, noch nichts. Warum hat Solup Sie verklagt? Er denkt, er kriegt noch 17.000 von mir. Und? Stimmt das? Es geht mir am Arsch vorbei, wenn Sie wissen, was ich mache. Nein, das weiß ich nicht. Es sind schon Menschen wegen weniger umgebracht worden. Charlotte? Schau mal, was ich im Bettkasten gefunden habe. Ist das das Zeug? Nehme ich an, ja. Haben Sie noch mehr davon? Nein, davon gibt's nur eine an Bord. Das Zeug enthält möglicherweise exakt das Gift, das in den Kraftriegel gespritzt wurde, den man bei Ihnen gefunden hat. Das Mittel gibt's auf jedem Krabbenkutter hier an der Küste. Im Bettkasten versteckt? Ich hab sie da nicht hingelegt. Die gehört normalerweise in den Werkzeugkasten. Und Lindholm? Das habe ich in der Jackentasche gefunden. Und die? Gibt's die auch auf jedem Kutter? Ist doch alles ein Schwachsinn. Herr Jelinek, Sie sind vorläufig festgenommen. Und warum? Wie wär's mit versuchtem Mord? Ist doch lächerlich. Klären Sie ihn über seine Richtung. Das wird schon wieder. Dachte ich mir doch. Du bist mal wieder im Geschäft. Stell dir vor, die Schmidt hat sämtliche Laxantien bei den Antidepressiva eingeräumt und ich muss jetzt alles wieder... Ich weiß, Mama, die kommen einfach nicht ohne dich zurecht. Sag mal, ihr verkauft auch Einwegspritzen in eurer Apotheke. Nö, eigentlich nicht mehr. Seit es diese kleinen automatischen Spritzgeräte für die Diabetiker gibt. Aha. Und könnt ihr eigentlich nachprüfen, was ihr wann verkauft habt? Ja, bei uns schon, weil wir diese Strichcodes auf die Artikel kleben, aber das ist in jeder Apotheke anders. Mhm. Wo ist Papa? Der ist wieder mal unerträglich. Jetzt will er nach Salzburg zu den Festspielen, hat aber keine Karten, weil es auch gar keine gibt. Stell dir bitte vor, ich stehe da stundenlang jeden Tag mit einem Schild, suche Karten vor dem Festspiel aus und stehe mir die Beine in den Mund. Mama, entschuldige, ich muss Schluss machen. Ciao. Da habe ich ja mal ganz schön die Arschkarte gezogen. In Norden liegt übrigens eine Akte über Pretorius und Jelinek. Ja, und? Feierabend, Kollegin. Wie sieht's aus? Saturday Night Fever? Heute in Norden. 3K. Wie bitte? Kino, Kneipe, Kuscheln. Ich wüsste da was viel Besseres. 2A. Ja? Apotheken abklappern, bevor sie zumachen. Wo wurden wann in den letzten 2 Wochen an wen Spritzen verkauft? Es ist Sonnabend. Ach, bitte. Hm? Okay. Vergessen Sie die Akte aus Norden nicht. Ja. Ich habe wissentlich keinen Forte-Riegel gegessen. Und habe nach der Mahlzeit mein Geschirr nicht gespült, weil mir sofort schlecht wurde. Stimmt das so? Ja. Ja. Okay. Dann könnten Sie das hier unten unterschreiben. Warum ist das wichtig? Ach, das ist eine Routine. Ich habe noch mal nachgedacht.
über Ihre Fragen. Und meinen Sie wirklich, da will mich jemand vergiften? Das kann ich noch nicht genau sagen. Ist das nicht eine Heuer Monaco 56? Von der habe ich immer geträumt. Leider unerschwinglich. Ja, hat mir mal mein Großvater zur Konfirmation geschenkt. Darf ich mal? Bitte. Heuer Monaco 56. Ich habe mal Uhren gesammelt. Ehrlich gesagt habe ich schon alles gesammelt, was nicht nied- und nagelfest war. Sie glauben gar nicht, was ich mal gesammelt habe. Wieso? Was denn? Schwedische 1-Liter-Bierdosen. Schwedische 1-Liter-Bierdosen? Mm. Das ist nicht schlecht. Haben Sie die noch alle? Nee, ich habe sie nicht mehr alle. Aber die Bierdosen, die habe ich noch alle. Wissen Sie, was ich mal gesammelt habe? Werbezollstöcke. Nee. Am Schluss hatte ich 137 Stück davon. Und irgendwann hat meine Mutter das Zimmer aufgeräumt und alle Zollstöcke weggeräumt. Das ist eine gemeine. Frau Pretorius, ich muss sicher sein, dass wir wirklich alle Riegel beschlagnahmt haben. Es darf nicht noch mal was passieren. Denken Sie an Ihre Kinder. Ich habe so einen Riegel zufällig beim Putzen gefunden und gedacht, sowas versteckt man doch nicht. Und aufgepasst, was mein Mann damit macht. Ich meine, ich habe nicht gewusst, dass da Gift drin sein könnte. Und? Der Riegel ist verschwunden. Wann? Anfang der Woche. Könnte es sein, dass Ihr Mann den Riegel mit der Post verschickt hat? Wenn, macht er sowas von der Praxis aus. Ist das Ihr Mann? Tja. Kann es sein, dass der mal in Göttingen studiert hat? Göttingen? Wissen Sie, ob Ihr Mann noch in der Praxis ist? Was weiß denn ich? Frau Pretorius, was für ein Verhältnis hat Ihr Mann zu Nynke Jelinek? Es ist rein platonisch, sagt mein Mann. Sie ist seine Patientin, es hat nichts zu bedeuten. Und was glauben Sie? Wenn sie einfach nur ficken würden und sonst nichts, das wäre mir fast egal. Aber so wie er ihr zuhört, wie er auf sie eingeht, wie er mit ihr spricht, diese Frau hat ihn total verrückt gemacht. Wenn sie hören würden, wie er am Telefon säuselt. Haben Sie ihn mal darauf angesprochen? Doch, ja. Aber er hört nicht mehr zu. Die Kinder und ich interessieren ihn schon lange nicht mehr. Sie treffen sich im alten Leuchtturm. Platonisch, verstehen Sie? Ich war bei meinem Anwalt. Mein Mann weiß noch nichts davon. Hallo, Martin. Könntest du mir einen großen Gefallen tun? Wieder was vergessen? Ich bin überhaupt nicht so chaotisch, wie du mich immer hinstellst. Du, ich bräuchte mein Studienbuch aus Göttingen. Wo könnte es denn sein? Irgendwelche Anhaltspunkte? Östlich, westlich oder vielleicht ganz im Norden? In der Kommode neben der Tür, dritte Schublade von oben links. Ich verstehe. Ich schau nach. Danke dir. Tschüss. Ich gehe auch oft in die Kirche, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Sandra, es bedrückt Sie etwas. Wollen Sie es mir nicht erzählen? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Beten Sie für Ihren Vater? Für meinen Vater? Mein Vater behandelt Menschen wie Dreck. Und ganz besonders meine Mutter. Und dafür hassen Sie ihn? Es geht die Polizei gar nichts an. Trauen Sie Ihrem Vater zu, dass er eiskalten Verbrechen plant? Gift besorgt,
es vorsichtig in Kraftriegel spritzt, die Riegel auslegt. Sowas geschieht nicht im Affekt. Meinem Vater traue ich alles zu. Aber eins verstehe ich nicht. Wolfgang Sodop liegt im Krankenhaus mit Riegeln im Bauch, die er angeblich gar nicht gegessen hat. Der Einzige, von dem ich weiß, dass er diese Riegel isst, ist ihr Vater. Warum sollte ihr Vater Riegel vergiften, die nur er isst? Können Sie mir das erklären? Ich denke, das ist Ihr Job. Wenn es um Wolfgang Sodops Prozesse ging, dann könnte die Sache jetzt erledigt sein. Aber wenn es den Falschen erwischt hat, könnte der Täter noch mal zuschlagen. Wer hat ihm denn die Blumen mitgebracht? Keine Ahnung. Der sieht schon wieder viel besser aus. Das haben Sie prima hinbekommen. Alle Achtung. Das täuscht. Das ist wie bei bestimmten Pilzvergiftungen. Es sieht aus, als bessere sich der Zustand. Aber das Gift ist schon längst tief in die Zellen eingedrungen. Heißt das? Wir werden den Patienten verlieren. Es fängt mit Hustenanfällen an. Dann irgendwann beginnt die Atemlähmung. Bei seinem Asthma geht der Verfall besonders rasch. Kann ich irgendwas Gutes für den Patienten tun? Er hat keine Angehörigen. Kaufen Sie ihm eine Flasche Genever. Er trinkt gerne einen. So wie seine Leberwerte aussehen. Und ich als Arzt darf ihm keinen Schnaps geben. Danke für den Tipp. Was soll denn das? Ich will die Scheidung und dass du hier ausziehst. Der Betrag für den Unterhalt steht auch in dem Brief. Das Haus gehört mir ja sowieso. Spinnst du? Nein, Christian, ist mein Ernst. Bitte sehr. Schnaps von der Polizei. Oh. Nur weil Sie heute nicht Auto fahren. Ich habe gar kein Auto. Aber wenn ich den Prozess gegen den Jelinek gewonnen habe, dann leiste ich mir ein Motorrad. So eine Geländemaschine. Und damit dann bei Ebbe raus ins Watt. Ja, hallo? Oh, Cecile. Ilin. Ja, Ilin. Hallo. Wo ist die Akte? Der Jelinek hat einen Anwalt bestellt. Das ist sein gutes Recht. Der Büsing aus Aurich, der beißt wie Salzsäure. Viel fein, viel eher. Er wartet in der Hauptwache im Norden auf Sie. Die Anzeige ist ca. 4 Wochen alt. Verdacht auf Körperverletzung zum Nachteil der Nünke Jelinek. Wollen Sie ein Bier? Nee, danke. Was sagt denn der Amtsarzt dazu? Ja, sie hat die Untersuchung verweigert.
Darüber hinaus kam Pretorius noch mit psychosomatischer Störung, depressiver Verstimmung aufgrund von seelischer Grausamkeit an. Also, wenn man es liest, nichts wie heißer Luft. Hier auf dem Land gibt es halt manchmal stärkeren Tobak, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, weiß ich nicht. Naja, der Roland sagt, seine Frau muss im Haus spuren. Er bringt die Brötchen heim, legt sich krumm. Da denken die Leute hier oben, dass er auch verlangen kann, dass seine Frau im Haus spurt. Selbst wenn sie dünne Nerven hat und ihr Heilpraktiker Mitleid mit ihr bekommt. Verfahren eingestellt? Gar nicht erst eröffnet. Sie hat die Anzeige zurückgezogen. Was war mit den Apotheken? Norderseel habe ich durch. Fehlanzeige. Jetzt kommt noch Norden. Haben Sie auch einen Cola? Nö. Aber heute Abend könnte ich Sie einladen. Zum Blauen Seemann. 9 Uhr? Mal sehen. Was machst du da? Ich pack deine Sachen. Mama, du musst sofort weg hier. Bist du verrückt? Er sitzt gerade im Knast und kann ihm nichts tun. Deswegen musst du sofort weg hier. Woher weißt du, dass sie nicht gleich wieder rauslassen? Denk doch endlich mal an dich selber, an dich. Kapierst du? Wieso mischst du dich immer ein? Merkst du nicht, wo dein Haus uns hinführt? Es kann doch nicht alles umsonst sein. Wieso wisst ihr denn immer alle besser, was gut für mich ist? Sie unterstellen meinem Mandanten, dass er versucht hat, Herrn Sodrup zu vergiften, weil er den Ausgang des Prozesses fürchtete? Es gibt nachgewiesenerweise extreme Spannungen zwischen beiden Schiffseigentümern. Darüber hinaus geht es bei dem Prozess um viel Geld. Ja, 8.500 Euro. Ich habe mich mit dem Anwalt von Herrn Sodrup geeinigt, dass mein Mandant die Hälfte der Klagesumme bezahlt. Wie Sie unschwer aus dem Datum schließen können, wurde der Vergleich am Donnerstag abgeschlossen. Exakt einen Tag, bevor bei Herrn Sodrup die ersten Vergiftungserscheinungen auftraten. Herr Jelinek wusste, dass der Fall erledigt war. Im Falle des Ablebens von Herrn Sodrup müsste Ihr Mandant gar nichts zahlen. Abgesehen davon, ich habe mit dem Richter gesprochen, der wusste nichts davon. Ja, kann auch nicht. Die Rücknahme der Klage ging erst gestern Abend bei mir raus. Was für ein Motiv sehen Sie noch für meinen Mandanten? Darum wird sich die Staatsanwaltschaft kümmern. Ich habe genügend Indizien, die Ihren Mandanten nachhaltig belasten. Ich verlange, dass Sie meinen Mandanten sofort entlassen oder dem Ermittlungsrichter vorführen, was auf selber rauskommt. Wo sind die Kontoauszüge vom letzten Jahr? Sonja! Tut mir leid, Frau Lindholm, das reicht mir nicht. Diese Tuben gibt's auf jedem Schiff. Das Spritzbesteck kann von jedem dort deponiert worden sein. Und das Motiv ist mehr als dürftig. Entschuldigung, darauf habe ich gewartet. Hallo? Ja? Gut. Okay. Danke, Maya. Erstens. Das Gift aus allen Kraftriegeln stammt exakt aus der Tube, die wir auf dem Schiff des Herrn Jelinek sichergestellt haben. Zweitens, die Kraftriegel in seinem Fitnesskeller waren ebenfalls vergiftet. Ich gehe davon aus, dass er sie dort zwischengelagert hat, bevor er sie weiter verwenden wollte. Und drittens, die Spritze, die wir in der Tasche Ihres Mandanten sichergestellt haben, enthielt das gleiche Gift. Was passiert denn jetzt mit meinem Mann? Der bleibt vorläufig in Untersuchungshaft. Sie sorgen sich um Ihren Mann? Sonne und Sturm, das gibt's an der Küste und in der Ehe. Das ist doch alles privat. Das ist doch keine Antwort, Frau Jelinek. Ihr Mann steht unter dringendem Verdacht, Herrn Sodrup vergiftet zu haben. Ihre Tochter traut ihm das zu. Mein Mann hat damit nichts zu tun. Wer dann? Sie vielleicht? Ist es nicht auch in Ihrem Interesse, dass Ihr Mann jetzt hinter Schloss und Riegel ist?
Schließlich hat er sie seit Jahren gedemütigt und einem neuen Glück stünde er auch im Wege. Kann ich jetzt zu ihm? Ich schicke ihn jemand. Solche führen wir gar nicht. Und außerdem kann ich mich beim besten Willen an keinen Spritzenverkauf in den letzten Wochen erinnern. Du? Arbeiten nur Sie beide hier in der Apotheke? Ja, nur wir beide. Ja, dann einen schönen Feierabend, ne? Ja, danke. Du wirst sehen, du kommst hier bald wieder raus. Der Büsing sagt, sie haben nichts gegen dich in der Hand. Nünke, ich sollte sterben. Das vergiftete Zeug war für mich bestimmt. Und ich weiß, wer es war. Und du? Roland, ich kann nicht mehr. Der Pretorius war's. Hast du davon gewusst? Sie wartet oben eine Überraschung. Sie können auch gerne ein Doppelzimmer haben. Nein, nein, wir sind nur befreundet. Ist aber ein sehr sympathischer Herr. Na ja, dann gute Nacht, ne? Gute Nacht. Charlotte, endlich. Dein Held ist da. Ich habe deinen Computer hochgefahren. Ich habe dein Studienbuch mitgebracht. Du hattest recht, es lag nördlich vom Sideboard. Und zwar ziemlich weit nördlich. Ich habe ein paar Leckereien aus der Landeshauptstadt mitgebracht. Und du und ich, wir können sofort... Was ist mit dir? Studentenheim hat sie gefunden. Während ich in der Vorlesung saß, hat sie Tabletten geschluckt. Sie war meine beste Freundin und ich... Ich habe nicht kapiert, wie sehr sie mich braucht. Der Typ hat ihr das Herz gebrochen. Du konntest es nicht verhindern. Niemand konnte es verhindern. Doch, sie... Sie hatte mir eine Postkarte geschickt. Ich liebe ihn mehr als mein Leben.
Komm bitte schnell, bin so verloren. Ich hab's nicht ernst genommen. Und jetzt diese Postkarte. Verstehst du so, du bist tot. Ich bin schon wieder zu spät gekommen. Ich komme immer zu spät. Das ist ein Scheißberuf. Charlotte, du bist nicht schuld daran. Auch nicht an Nadias Tod. Sie fehlt mir. Wir haben viel miteinander gelacht. Jetzt lass meine Hand los. Du musst doch nur das letzte Stück Sushi haben. Für dich wäre ich sogar noch mal nach Hannover gefahren. Nur um Nachschub zu holen. Schauen, wie es dir geht. Komm rein. Wie geht's dir überhaupt? Und deiner Lady in Crime? Oh mein Gott. Vollkommen zickig und überspannt. Zuerst, dann meldet sie sich überhaupt nicht und dann ruft sie mich stündlich an und liest mir vor. Und das Schlimmste daran ist, ihre Texte sind geklaut. Oh Gott, dann muss ich dich ja trösten. Oh ja. Das wäre schön. Dachte ich mir doch. Da ist er. Hier. Wer? Was? Na hier, Wintersemester 89, Professor Bartel. Wer und? Christian Pretorius. Bei uns hieß er nur Krille. Wir haben die gleiche Vorlesung besucht. Und du meinst, der Typ hat dir die Karte geschickt? Er wusste von der Sache mit Nadia. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo. Nienke. Ich habe noch Licht gesehen. Ja, ich wollte gerade gehen. Darf ich noch reinkommen? Natürlich, entschuldige. Wir haben uns noch nie geküsst. Ich muss dir was. Du zuerst. Ich hab's geschafft. Ich habe Roland verlassen. Ich bin jetzt frei. Das freut mich für dich. Und jetzt du? Meine Frau will die Scheidung. Ja? Aber ich kann das nicht zulassen. Sonst bin ich fertig. Nünke, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, ich muss mich von meinem Mann trennen, um glücklich zu sein. Du hast es doch immer gewollt, jetzt bin ich da. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für euch. Ach so. Nünke, ich... Ich habe für dich und deine Tochter getan, was ich konnte. Mehr geht nicht. Ich muss jetzt an mich denken. Ja. Nünke? Es tut mir leid.
Später auf den Vorfall angesprochen, würde Simon behaupten, er könne sich nicht mehr genau erinnern. Doch Tatsache war, dass sich dieser Augenblick für immer in sein Gedächtnis gebrannt hatte. Der Mann stand im Schatten einer Säule. Simon konnte ihn nicht genau erkennen. Doch dann machte der Unbekannte einen kleinen Schritt nach vorn. Simon zuckte unmerklich zusammen. Ihm gegenüber stand. Ja, wer denn nu? Ja, nun spannen Sie uns doch nicht so auf die Folter. Mensch, das können Sie uns doch nicht antun. Ihm gegenüber stand also der Mann. Hallo, Grille. Mit Bart sahst du besser aus. Ich darf doch du sagen, unter alten Studienkollegen. Was sollte diese anonyme Postkarte? Ja, ich hab dir die Karte geschickt, aber da wusste ich nicht. Du wusstest, dass hier jemand durch das Dorf läuft und Kraftriegel vergiftet. Warum hast du nicht gesagt, wer es ist? Seit Tagen tapp ich hier im Dunkeln. Jetzt sag endlich, was du weißt, oder muss noch mehr passieren? Ich weiß nicht, wer Sudrup umgebracht hat. Du? Du hast ein Motiv. Sudrup hat dich auf viel Geld verklagt wegen eines Behandlungsfehlers. Und du hast Beweismittel auf dem Kutter verschwinden lassen. Das ist doch absurd. Ich hatte mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Es ging doch gar nicht um Sudrup. Sondern? Um Jelinek, stimmt's? Klar, er ist ja auch der Einzige, der diese Kraftriegel isst. Also, warum wolltest du Jelinek umbringen? Wegen Nünke? Das darf nicht wahr sein. Ich habe der Polizei den Hinweis gegeben. Das ist doch der Beweis, dass ich nicht gewesen sein kann. Ich wollte verhindern, dass was passiert. Du dachtest, dass du mit diesem dämlichen, anonymen Hinweis deine Pflicht getan hast, ja? Warum bist du nicht zur Polizei gegangen und hast Namen genannt? Sudrup könnte noch leben. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Das musst du mir glauben. Das glaube ich dir. Also, woher hattest du den Riegel, den du mir geschickt hast? Und wer hat das Gift initiiert? Ich habe mich erkundigt. Die Polizei kann mich zu keiner Aussage zwingen. Du kannst mich auch nicht festnehmen, deswegen. Ich nehme dich wegen Nichtanzeige eines geplanten Verbrechens fest. Moment, das kann mich meine Zulassung kosten. Du kannst froh sein, wenn du ohne eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord davon kommst. Thilo, kümmern Sie sich um ihn. Danke. So, du bist tot. Ich weiß, dass die vergifteten Riegel für Sie bestimmt waren. Da draußen läuft jemand rum, der Sie lieber tot sehen möchte. Herr Jelinek, reden Sie mit mir, ich kann Ihnen helfen. Ich meine Anklage wegen Mordes gegen Sie anstrengen. Ich habe das doch nicht gewollt. Ich habe doch nicht gewusst, was in dem Riegel ist. Dann erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich habe gemerkt, dass mit dem Riegel was nicht stimmt. Das Luftpolster fehlte. Dann habe ich ein Stück probiert und gleich ausgespuckt. Es schmeckte irgendwie komisch. Und weil es komisch geschmeckt hat, haben Sie es Sudrup ins Müsli gemischt? Ja, ich habe gedacht, der steckt dahinter. Aber warum? Der hat sich immer was einfallen lassen, um mich zu ärgern. Der hat mir mal mein neues Funkgerät im Meer versenkt. Das hat er zwar nie zugegeben, aber ich weiß, dass das war. Als die Riegel verschwunden waren, da wusste ich, der Pretorius war's. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Es sieht so aus, als hätte Pretorius das verhindern wollen. Er hat mir die Karte geschickt. Wer hasst sie so sehr, dass er sie umbringen möchte? Und was passiert jetzt mit mir?
Auf Sie kommt ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung zu. Zum Leuchtturm. Nümke Jelinek will Selbstmord begehen. Und bringen Sie Sandra mit. Danke. Runter, Ihr Mann hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er Sodop umgebracht hat. Ich habe die Regel vergiftet. Ich wollte Roland umbringen. Ihr Mann lebt noch. Und am Tod von Sodop sind Sie nicht schuld. Bleib Sie weg! Mama! Bitte komm da runter! Tu mir das nicht an! Springen Sie ruhig. Wäre blöd, wenn es schief geht. Vielleicht ist der Turm gar nicht hoch genug und Sie überleben es. Wissen Sie, wie Sie da unten ankommen? Ich schon. Hab das schon mal gesehen. Sie wachen neben Ihrem Körper auf, der nur noch ein Wrack ist. Bleib Sie weg! Sie sind ein Pflegefall. Den Rest Ihres Lebens. Wollen Sie Ihrer Tochter das wirklich antun? Der Krankenwagen ist unterwegs. Brauchen wir sonst noch was? Nein. Thank you.
gar keinen Fall verpassen. Ja, okay. Ja, doch. Ich komme dann mit Ihnen in den blauen Seemann. Thilo, das haben Sie ganz prima heute gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Na? Martin. Schreibkram erledigt? Ja. Lünke, Jelinek hat gestanden. Na fein. Heißt das, die Akte ist geschlossen? Nicht ganz. Die eigentliche Vernehmung steht noch aus. Dafür muss ich unbedingt noch mal herkommen. Aha. Ich verstehe. Warum hat Pretorius nicht mit ihr geredet? Sie standen sich doch so nah. Hätte sie bestimmt abhalten können. Stattdessen schickt er mir diese blöde Karte. Ja. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, Frau Kommissarin. Moin, Inge. Moin. Kannst du Sandra das Päckchen geben? Sie ist nicht im Laden. Leg doch mal hin. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Gleichfalls. Jetzt schau mal einer an. Frau Jelinek bestellt ihre Bücher also auch bei everybooks.com, genau wie ich. Von wegen, die Leute leben hier hinterm Mond. Sandra? Und wenn man dann übers Internet was bestellt hat, kann man das später noch nachprüfen? Aber natürlich, Frau Kommissarin. Unter gesendeten Mails. Ah. Was machst du denn? Das habe ich mal im Krimi gesehen. Frau Jelinek? Und? Warte doch mal. Was machen Sie da? Ihre Bestellung überprüfen. Was soll das? Wie wär's zum Beispiel mit Meditech? Wollen Sie mir jetzt etwas sagen? Ich hasse meinen Vater. Ich konnte es nicht mal mit ansehen, wie er meine Mutter misshandelt und erniedrigt. Da haben Sie beschlossen, ihn umzubringen. Und als es fehlschlug und plötzlich Wolfgang Sodrup vergiftet war, da haben Sie versucht, den Verdacht auf Ihren Vater zu lenken. Sie haben ihm die Spritze in die Tasche getan, die Tube auf dem Kutter versteckt und mir den Zettel aufs Fahrrad geklemmt. Ihre Mutter wollte das alles verhindern. Deshalb hat sie Pretorius um Hilfe gebeten. Stimmt's? Pretorius. Ich bin noch die Einzige, die sie beschützen kann. Sie behaupten, Sie hätten das alles Ihrer Mutter zuliebe getan? Und dann sehen Sie seelenruhig zu, wie sie die Schuld auf sich nimmt und für Sie ins Gefängnis geht? Da ist sie wenigstens erstmal weg von ihm. Gehen wir. Und wer kümmert sich jetzt um meine Mutter? Fast so schön wie in Hannover, hm? Ja, meine Freundin von der Staatsanwaltschaft. Tut mir leid, ich feiere gerade meine Überstunden vom Wochenende ab. Mit diesem Kollegen von hier? Hm? Thilo? Hättest mal sehen sollen, wie du ihn angeguckt hast. Martin, Frauen gucken nun mal gerne. Ach, Thilo ist doch kein Mann für mich. Ach ja? Und warum nicht? Weil ich lieber mit einem schrägen, begabten, hypochondrischen, liebenswerten Krimi-Autor meine Wohnung teile,
als mit einem hübschen Knackarsch das Bett. Sofort zum Leuchtturm. Nimke Jelinek will Selbstmord begehen. Und bringen Sie Sandra mit. Danke. Runter, Ihr Mann hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er Sodop umgebracht hat. Ich habe die Regel vergiftet. Ich wollte Roland umbringen. Ihr Mann lebt noch. Und am Tod von Sodop sind Sie nicht schuld. Bleiben Sie weg! Mama! Bitte komm herunter! Tu mir das nicht an! Springen Sie ruhig. Wäre blöd, wenn es schief geht. Vielleicht ist der Turm gar nicht hoch genug und Sie überleben es. Wissen Sie, wie Sie da unten ankommen? Ich schon. Ich habe das schon mal gesehen. Sie wachen neben Ihrem Körper auf, der nur noch ein Wrack ist. Bleiben Sie weg! Sie sind ein Pflegefall. Den Rest Ihres Lebens wollen Sie Ihrer Tochter das wirklich antun? Moin, Inge. Moin. Kannst du Sandra das Päckchen geben? Sie ist nicht im Laden. Ach, leg doch mal hin. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Gleichfalls. Jetzt schau mal einer an. Frau Jelinek bestellt ihre Bücher also auch bei everybooks.com, genau wie ich. Von wegen, die Leute leben hier hinterm Mond. Sandra? Und wenn man dann übers Internet was bestellt hat, kann man das später noch nachprüfen? Aber natürlich, Frau Kommissarin. Unter gesendeten Mails. Ah. Was machst du denn? Das habe ich mal im Krimi gesehen. Frau Jelinek? Und? Warte doch mal.
Was machen Sie da? Ihre Bestellung überprüfen. Was soll das? Wie wär's zum Beispiel mit Meditech? Wollen Sie mir jetzt etwas sagen? Ich hasse meinen Vater. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen, wie er meine Mutter misshandelt und erniedrigt. Da haben Sie beschlossen, ihn umzubringen. Und als es fehlschlug und plötzlich Wolfgang Sodrup vergiftet war, da haben Sie versucht, den Verdacht auf Ihren Vater zu lenken. Sie haben ihm die Spritze in die Tasche getan, die Tube auf dem Kutter versteckt und mir den Zettel aufs Fahrrad geklemmt. Ihre Mutter wollte das alles verhindern. Deshalb hat sie Pretorius um Hilfe gebeten. Stimmt's? Pretorius. Ich bin noch die Einzige, die sie beschützen kann. Sie behaupten, Sie hätten das alles Ihrer Mutter zuliebe getan? Und dann sehen Sie seelenruhig zu, wie sie die Schuld auf sich nimmt und für Sie ins Gefängnis geht? Da ist sie wenigstens erstmal weg von ihm. Gehen wir. Und wer kümmert sich jetzt um meine Mutter? Du bist eine starke Frau, Nienke. Du wirst das schaffen, glaub mir. Ich weiß, dass du die Kraft dazu hast. Ich kann das nicht. Du hättest ihn heute Morgen sehen sollen. Es wird immer schlimmer. Ja, ich weiß. Aber ich bin immer bei dir. Ja, Pretorius? Gut, ich komm. Dein Mann, Sodrup, ist an Bord kollabiert. Was ist jetzt? Der Mann hat eine schwere Vergiftung. Rufen Sie einen Notarzt. Waren sind Sie? Mhm.
Ich hatte sogar mal einen Polizeivizepräsidenten. Als Mann? Nee, als Gast. Er hat hier vor meinen Landfrauen Vortrag gehalten. War aber langweilig. Er war bloß ein Vize für Verwaltung. Verstehe. Sind Sie auch in der Verwaltung? Oder mehr im richtigen Leben? Eher beim richtigen Tod. Mordkommission. Aber bitte behandeln Sie das streng vertraulich. Ist das wegen der Sache heute Mittag auf Jelineks Kutter? Jelineks Kutter? Vor Ihnen muss man sich aber in Acht nehmen, ne? Ist der Sudrow etwa tot? Man mag ihn ja nicht mögen, aber das hat er ja nun auch nicht gerade verdient. Was haben Sie denn von der Sache mitbekommen? Nichts. Bloß, dass der Wolfgang mit Magenkrämpfen nach Norden in die Klinik gekommen ist. Und schicken Sie den Mageninhalt sofort an diese Adresse. Ich muss unbedingt wissen, ob es sich um eine Intoxikation mit einem bestimmten Gift handelt. Welches Gift denn? Trimethylphenyloxid. Hier, wissen Sie selber. Woher wollen Sie das denn wissen? Rufen Sie den Herrn Meier an, der erklärt es Ihnen. Sie gehen da nicht rein. Und wenn doch? Rufen Sie die Polizei? Was haben Sie heute gegessen? Müsli. Wie immer. Selbst gemischt. Und sonst nichts? Nee. Ich bin vorsichtig mit dem Essen. Ich bin Allergiker. Sind Sie ganz sicher, dass Sie keinen von diesen Riegeln gegessen haben? Ganz sicher. Noch nie gegessen, das Zeug. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin. Was ist denn damit? Ach, nichts. Der Jelinek, der Verbrecher, der frisst die Dinger massenweise. Und der Pretorius scheint sie auch zu mögen. Ganze Ration hat er aus dem Schrank genommen, als der Jelinek draußen war. Und was hat der Pretorius damit gemacht? Eingesteckt. Eine Manteltasche. Der alte Kurfuscher. Frau Lindholm, bitte. Ja, ich komme gleich. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ihnen geht's bestimmt bald wieder besser. Ja. Wollte nur noch mal schauen, wie es dir geht. Komm rein. Wie geht's dir überhaupt? Und deiner Lady in Crime? Oh mein Gott. Vollkommen zickig und überspannt. Zuerst, dann meldet sie sich überhaupt nicht und dann ruft sie mich stündlich an und liest mir vor. Und das Schlimmste daran ist, ihre Texte sind geklaut. Oh Gott, dann muss ich dich ja trösten. Oh ja. Das wäre schön. Dachte ich mir doch. Da ist er. Hier. Wer, was? Na hier, Wintersemester 89, Professor Bartel. Wer und? Christian Pretorius. Bei uns hieß er nur Krille. Wir haben die gleiche Vorlesung besucht. Und du meinst, der Typ hat dir die Karte geschickt? Er wusste von der Sache mit Nadja. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo. Minke. Ich habe noch Licht gesehen. Ja, ich wollte gerade gehen. Darf ich noch reinkommen? Natürlich, entschuldige. Wir haben uns noch nie geküsst. Ich muss dir was. Du zuerst. Ich hab's geschafft. Ich hab Roland verlassen.
Ich bin jetzt frei. Das freut mich für dich. Und jetzt du? Meine Frau will die Scheidung. Ja? Aber ich kann das nicht zulassen. Sonst bin ich fertig. Nünke, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, ich muss mich von meinem Mann trennen, um glücklich zu sein. Du hast es doch immer gewollt, jetzt bin ich da. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für euch. Ach so. Nünke, ich... Wenn sie einfach nur ficken würden und sonst nichts, das wäre mir fast egal. Aber so wie er ihr zuhört, wie er auf sie eingeht, wie er mit ihr spricht, diese Frau hat ihn total verrückt gemacht. Wenn sie hören würden, wie er am Telefon säuselt. Haben Sie ihn mal darauf angesprochen? Doch, ja. Aber er hört nicht mehr zu. Die Kinder und ich interessieren ihn schon lange nicht mehr. Sie treffen sich im alten Leuchtturm. Platonisch, verstehen Sie? Ich war bei meinem Anwalt. Mein Mann weiß noch nichts davon. Hallo, Martin. Könntest du mir einen großen Gefallen tun? Wieder was vergessen? Ich bin überhaupt nicht so chaotisch, wie du mich immer hinstellst. Du, ich bräuchte mein Studienbuch aus Göttingen. Wo könnte es denn sein? Irgendwelche Anhaltspunkte? Östlich, westlich oder vielleicht ganz im Norden? In der Kommode neben der Tür, dritte Schublade von oben links. Ich verstehe. Ich schau nach. Danke dir. Tschüss. Ich gehe auch oft in die Kirche, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Sandra, es bedrückt Sie etwas. Wollen Sie es mir nicht erzählen? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Beten Sie für Ihren Vater? Für meinen Vater? Mein Vater behandelt Menschen wie Dreck. Und ganz besonders meine Mutter. Und dafür hassen Sie ihn? Es geht die Polizei gar nichts an. Trauen Sie Ihrem Vater zu, dass er eiskalten Verbrechen plant? Gift besorgt, es vorsichtig in Kraftriegel spritzt, die Riegel auslegt. Sowas geschieht nicht im Affekt. Meinem Vater traue ich alles zu. Aber eins verstehe ich nicht. Wolfgang Sodop liegt im Krankenhaus mit Riegeln im Bauch, die er angeblich gar nicht gegessen hat. Der Einzige, von dem ich weiß, dass er diese Riegel isst, ist Ihr Vater. Warum sollte Ihr Vater Riegel vergiften, die nur er isst? Können Sie mir das erklären? Ich denke, das ist Ihr Job. Wenn es um Wolfgang Sodops Prozesse ging, dann könnte die Sache jetzt erledigt sein. Aber wenn es den Falschen erwischt hat, könnte der Täter noch mal zuschlagen. Ja, mein Lieber. Hat doch sicher Probleme mit dem Vater, ne? Och, ich denke mal, das ist so das Normale in dem Alter. Meine Tochter war da genauso. Thank you.
Sommermodelle sind noch nicht eingetroffen. Aber diese hier sind schön zeitlos. Ah, das hier wird sehr gerne genommen. Wenn Sie da mal bitte reinschlüpfen wollen. Haben Sie den auch ein, zwei Nummern kleiner? Schau ich mal nach. Seit wann praktiziert eigentlich der Pretorius in Norderseel? Keine Ahnung. Da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Was war eigentlich gestern bei den Jelineks, als Sie dort waren? Keine Ahnung. Da müssen Sie sich schon selbst fragen. Ich glaube, ich nehme den ersten hier. Gehen Sie ins Kurbad? Ja, warum? Bademützenpflicht. Und runterziehen. Und noch einmal rauf. Und runterdrücken. Und die Arme gestreckt lassen. Rauf. Und runterziehen. Und wieder rauf. Und nochmal runter. Und Arme gerade lassen. Runterziehen. Und wieder rauf. Und runterziehen. Doch nicht mal einen Föhn bei uns gekauft. Wie schweigen denn irgendwas Elektrisches fürs Schiff oder seine Lähmen? Hilde, es nackt mich. Und lang machen die Aber wehe, wir gehen nicht mindestens einmal im Monat in seine Pizzeria essen. Warum kauft der Jelinek nichts bei ihm? Wenn er ein Pfennigfuchser ist und alles zum Großhandelspreis haben will. Seine Nünke muss ja sogar noch ein Haushaltsbuch führen. Du übertriffst, Jürgen. Ist doch wahr, er hat sich total unter der Fuchtel. Schon immer. Naja, ist ja auch eine attraktive Frau. Was ist denn dran an den Gerüchten zwischen Lünke und Pretorius? Ich sehe nur, wie oft die hierher in die Praxis. Natürlich, Entschuldigung. Wir haben uns noch nie geküsst. Ich muss dir was. Du zuerst. Ich hab's geschafft. Ich habe Roland verlassen. Ich bin jetzt frei. Das freut mich für dich. Und jetzt du? Meine Frau will die Scheidung. Ja? Aber ich kann das nicht zulassen. Sonst bin ich fertig. Nünke, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, ich muss mich von meinem Mann trennen, um glücklich zu sein. Du hast es doch immer gewollt, jetzt bin ich da. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für euch. Ach so. Nünke, ich... Ich habe für dich und deine Tochter getan, was ich konnte. Mehr geht nicht. Ich muss jetzt an mich denken. Ja. Nünke? Es tut mir leid. Später auf den Vorfall angesprochen, würde Simon behaupten, er könne sich nicht mehr genau erinnern. Doch Tatsache war, dass sich dieser Augenblick für immer in sein Gedächtnis gebrannt hatte. Der Mann stand im Schatten einer Säule. Simon konnte ihn nicht genau erkennen. Doch dann machte der Unbekannte einen kleinen Schritt nach vorn. Simon zuckte unmerklich zusammen. Ihm gegenüber stand. Ja, wer denn nu? Ja, nun spannen Sie uns doch nicht so auf die Folter. Mensch, das können Sie uns doch nicht antun. Ihm gegenüber stand also der Mann. Hallo. Nünke. Ich habe noch Licht gesehen. Ja, ich wollte gerade gehen. Darf ich noch reinkommen? Natürlich, Entschuldigung.
Wir haben uns noch nie geküsst. Nein. Ich muss dir was... Du zuerst. Ich hab's geschafft. Ich habe Roland verlassen. Ich bin jetzt frei. Das freut mich für dich. Und jetzt du? Meine Frau will die Scheidung. Ja? Aber ich kann das nicht zulassen. Sonst bin ich fertig. Nünke, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, ich muss mich von meinem Mann trennen, um glücklich zu sein. Du hast es doch immer gewollt, jetzt bin ich da. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für euch. Ach so. Nünke, ich... Ich habe für dich und deine Tochter getan, was ich konnte. Mehr geht nicht. Ich muss jetzt an mich denken. Ja. Nünke? Es tut mir leid. Später auf den Vorfall angesprochen, würde Simon behaupten, er könne sich nicht mehr genau erinnern. Doch Tatsache war, dass sich dieser Augenblick für immer in sein Gedächtnis gebrannt hatte. Der Mann stand im Schatten einer Säule. Simon konnte ihn nicht genau erkennen. Doch dann machte der Unbekannte einen kleinen Schritt nach vorn. Simon zuckte unmerklich zusammen. Ihm gegenüber stand Und warum? Wie wär's mit versuchtem Mord? Ist doch lächerlich. Klären Sie ihn über seine Richtung. Roland, das wird schon wieder. Dachte ich mir doch. Du bist mal wieder im Geschäft. Stell dir vor, die Schmidt hat sämtliche Laxantien bei den Antidepressiva eingeräumt. Und ich muss jetzt alles wieder... Ich weiß, Mama, die kommen einfach nicht ohne dich zurecht. Sag mal, ihr verkauft doch Einwegspritzen in eurer Apotheke. Nö, eigentlich nicht mehr. Seit es diese kleinen automatischen Spritzgeräte für die Diabetiker gibt. Aha. Und könnt ihr eigentlich nachprüfen, was ihr wann verkauft habt? Ja, bei uns schon, weil wir diese Strichcodes auf die Artikel kleben. Aber das ist in jeder Apotheke anders. Mhm. Wo ist Papa? Der ist wieder mal unerträglich. Jetzt will er nach Salzburg zu den Festspielen, hat aber keine Karten, weil es auch gar keine gibt. Stell dir bitte vor, ich stehe da stundenlang jeden Tag mit einem Schild, suche Karten vor dem Festspiel aus und stehe mir die Beine in den Bauch. Mama, entschuldige, ich muss Schluss machen. Ciao. Da habe ich ja mal ganz schön die Arschkarte gezogen. In Norden liegt übrigens eine Akte über Pretorius und Jelinek. Ja, und? Feierabend, Kollegin. Wie sieht's aus? Saturday Night Fever? Heute im Norden. 3K. Wie bitte? Kino, Kneipe, Kuscheln. Ich wüsste da was viel Besseres. 2A. Ja? Apotheken abklappern, bevor sie zumachen. Wo wurden wann in den letzten 2 Wochen an wen Spritzen verkauft? Es ist Sonnabend. Ach, bitte. Vergessen Sie die Akte aus Norden nicht. Ja. Ich habe wissentlich keinen Forte-Riegel gegessen und habe nach der Mahlzeit mein Geschirr nicht gespült, weil mir sofort schlecht wurde. Stimmt das so? Ja. Ja. Okay. Dann könnten Sie das hier unten unterschreiben. Warum ist das wichtig? Ach, das ist eine Routine. Ich habe noch mal nachgedacht.
über Ihre Fragen. Und meinen Sie wirklich, da will mich jemand vergiften? Das kann ich noch nicht genau sagen. Ist das nicht nur euer Monaco 56? Von der habe ich immer geträumt. Leider unerschwinglich. Ja, hat mir mal mein Was soll denn das? Ich will die Scheidung und dass du hier ausziehst. Der Betrag für den Unterhalt steht auch in dem Brief. Das Haus gehört mir ja sowieso. Spinnst du? Nein, Christian, ist mein Ernst. Bitte sehr. Schnaps von der Polizei. Oh. Nur weil sie heute nicht Auto fahren. Ich habe gar kein Auto. Aber wenn ich den Prozess gegen den Jelinek gewonnen habe, dann leiste ich mir ein Motorrad. So eine Geländemaschine. Und damit dann bei Ebbe raus ins Watt. Ja, hallo? Oh, Cecile. Ilin. Nein, ja, Ilin. Ja, Ilin. Hallo. Wo ist die Akte? Prima. Der Jelinek hat einen Anwalt bestellt. Das ist sein gutes Recht. Der Büsing aus Aurich, der beißt wie Salzsäure. Viel Feind, viel Ehr. Er wartet in der Hauptwache im Norden auf Sie. Die Anzeige ist circa 4 Wochen alt. Verdacht auf Körperverletzung zum Nachteil der Nünke Jelinek. Wollen Sie ein Bier? Nee, danke. Was sagt denn der Amtsarzt dazu? Sie hat die Untersuchung verweigert. Darüber hinaus kam Pretorius noch mit psychosomatischer Störung, depressiver Verstimmung aufgrund von seelischer Grausamkeit an. Also, wenn man es liest, nichts wie heißer Luft. Hier auf dem Land gibt es halt manchmal stärkeren Tobak, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, weiß ich nicht. Was denn? Schwedische 1-Liter-Bierdosen. Schwedische 1-Liter-Bierdosen? Hm. Das ist nicht schlecht. Haben Sie die noch alle? Nee, ich habe sie nicht mehr alle. Aber die Bierdosen, die habe ich noch alle. Wissen Sie, was ich mal gesammelt habe? Werbezollstöcke. Nee. Am Schluss hatte ich 137 Stück davon. Aber irgendwann hat meine Mutter das Zimmer aufgeräumt und alle Zollstöcke weggenommen. Das ist gemein. Frau Pretorius, ich muss sicher sein, dass wir wirklich alle Riegel beschlagnahmt haben. Es darf nicht nochmal was passieren. Denken Sie an Ihre Kinder. Ich habe so einen Riegel zufällig beim Putzen gefunden und gedacht, sowas versteckt man doch nicht. Und aufgepasst, was mein Mann damit macht. Ich meine, ich habe nicht gewusst, dass da Gift drin sein könnte. Und? Der Riegel ist verschwunden. Wann? Anfang der Woche. Könnte es sein, dass Ihr Mann den Riegel mit der Post verschickt hat? Wenn, macht er sowas von der Praxis aus. Ist das Ihr Mann? Tja. Kann es sein, dass der mal in Göttingen studiert hat?
Göttingen. Wissen Sie, ob Ihr Mann noch in der Praxis ist? Was weiß denn ich? Frau Pretorius, was für ein Verhältnis hat Ihr Mann zu Nynke Jelinek? Es ist rein platonisch, sagt mein Mann. Sie ist seine Patientin, es hat nichts zu bedeuten. Und was glauben Sie? Wenn sie einfach nur ficken würden und sonst nichts, das wäre mir fast egal. Aber so wie er ihr zuhört, wie er auf sie eingeht, wie er mit ihr spricht, diese Frau hat ihn total verrückt gemacht. Wenn Sie hören würden, wie er am Telefon säuselt. Haben Sie ihn mal darauf angesprochen? Doch, ja. Aber er hört nicht mehr zu. Die Kinder und ich interessieren ihn schon lange nicht mehr. Sie treffen sich im alten Leuchtturm. Platonisch, verstehen Sie? Ich war bei meinem Anwalt. Mein Mann weiß noch nichts davon. Hallo, Martin. Könntest du mir einen großen Gefallen tun? Wieder was vergessen? Ich bin überhaupt nicht so chaotisch, wie du mich immer hinstellst. Du, ich bräuchte mein Studienbuch aus Göttingen. Wo könnte es denn sein? Irgendwelche Anhaltspunkte? Östlich, westlich oder vielleicht ganz im Norden? Wir haben uns noch nie geküsst. Nein. Ich muss dir was. Du zuerst. Ich hab's geschafft. Ich habe Roland verlassen. Ich bin jetzt frei. Das freut mich für dich. Und jetzt du? Meine Frau will die Scheidung. Ja? Aber ich kann das nicht zulassen. Sonst bin ich fertig. Nynke, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, ich muss mich von meinem Mann trennen, um glücklich zu sein. Du hast es doch immer gewollt, jetzt bin ich da. Ja, ich dachte, das wäre das Beste für euch. Ach so. Nynke, ich... Ich habe für dich und deine Tochter getan, was ich konnte. Mehr geht nicht. Ich muss jetzt an mich denken. Ja. Nynke? Es tut mir leid. Später auf den Vorfall angesprochen, würde Simon behaupten, er könne sich nicht mehr genau erinnern. Doch Tatsache war, dass sich dieser Augenblick für immer in sein Gedächtnis gebrannt hatte. Der Mann stand im Schatten einer Säule. Simon konnte ihn nicht genau erkennen. Doch dann machte der Unbekannte einen kleinen Schritt nach vorn. Simon zuckte unmerklich zusammen. Ihm gegenüber stand. Ja, wer denn nu? Ja, nun spannen Sie uns doch nicht so auf die Folter. Mensch, das können Sie uns doch nicht antun. Ihm gegenüber stand also der Mann. Hallo, Krille. Mit Bart sahst du besser aus. Ich darf doch du sagen, unter alten Studienkollegen. Thank you.
neuen Sommermodelle sind noch nicht eingetroffen. Aber diese hier sind schön zeitlos. Ah, das hier wird sehr gerne genommen. Wenn Sie da mal bitte reinschlüpfen wollen. Haben Sie den auch ein, zwei Nummern kleiner? Schau ich mal nach. Seit wann praktiziert eigentlich der Pretorius in Norderseel? Keine Ahnung. Da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Was war eigentlich gestern bei den Jelineks, als Sie dort waren? Keine Ahnung. Da müssen Sie sich schon selbst fragen. Ich glaube, ich nehme den ersten hier. Gehen Sie ins Kurbad? Ja, warum? Bademützenpflicht. Und runterziehen. Und noch einmal rauf. Und runterdrücken. Und die Arme gestreckt lassen. Rauf. Und runterziehen. Und wieder rauf. Und noch mal runter. Und Arme gerade lassen. Runterziehen. Und wieder rauf. Und runterziehen. Doch nicht mal ein Föhn bei uns gekauft. Wir schweigen denn irgendwas Elektrisches fürs Schiff oder seine Lähm. Hilde, es nackt mich. Und lang machen die Aber wehe, wir gehen nicht mindestens einmal im Monat in seine Pizzeria essen. Warum kauft der Jelinek nichts bei ihm? Wenn er ein Pfennigfutzer ist und alles zum Großhandelspreis haben will. Seine Nünke muss ja sogar noch ein Haushaltsbuch führen. Du übertriffst ihn wohl, wer? Ist doch wahr, er hat sie total unter der Fuchtel. Schon immer. Naja, ist ja auch eine attraktive Frau. Was ist denn dran an den Gerüchten zwischen Lünke und Pretorius? Ich sehe nur, wie oft die hierher in die Praxis kommt. Das ist doch nicht nur wegen der Behandlung. Und rechts hochziehen. Der Pretorius und der Jelinek haben eine Menge gleicher Interessen. Was denn? Sonst hätten die doch nie zusammen den Wolfgang vergiftet. Nur Holobermoldins wie still. Aber das wissen Sie ja sicher schon. Ach, so war das. Da muss man doch nur eins und eins zusammenrechnen. Als Heilpraktiker kommt der Pretorius leicht ans Gift und der Jelinek tut dem Sotrup ins Essen. Ist doch sonnenklar. Sagt mein Mann auch. Noch ein Wort und ich dücke die Unge. Und warum haben Sie ihn vergiftet? Wegen der Prozessiererei von dem Sotrup. Er ist eine Ratte. Und Sie vergiften ihn wie eine Ratte. Sagt mein Mann. Frau Kommissarin. Und rechts hochziehen. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin. Was ist denn damit? Ach, nichts. Der Jelinek, der Verbrecher, der frisst die Dinger massenweise. Und der Pretorius scheint sie auch zu mögen. Oh. Die ganze Ration hat er aus dem Schrank genommen, als der Jelinek draußen war. Und was hat der Pretorius damit gemacht? Eingesteckt. Eine Manteltasche. Der alte Kurfuscher. Frau Lindholm, bitte. Ja, ich komme gleich. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ihnen geht's bestimmt bald wieder besser. Der hat da oben sein Büro. Keine Angst, Nike, du kannst dich auf mich verlassen. Sonst ist ihm wirklich nichts aufgefallen. Nee. Er hat sich den Magen verdorben und wir haben den Notarzt gerufen. So, dann kommt da gleich die Polizei. Entschuldigen Sie, ich hatte heute noch nichts zu essen. Wollen Sie mir irgendwas sagen? Nee. Darf ich da mal reinschauen? Ja, wenn es sein muss. Die gehören mir nicht, die muss mir jemand reingetan haben. Warum lügen Sie? Sie können ja meine Mitarbeiter fragen, ob ich immer Kraftriegel esse. Brauchen Sie eine Quittung? Ja. Kennen Sie Wolfgang Sodok gut? Nee, er war mal Patient bei mir.
Falls Sie mir doch noch sagen wollen, warum Sie die Riegel auf dem Kutter an sich genommen haben, rufen Sie mich an. Charlotte, mach hin. Tango lässt meine Schülerinnen warten. Ich habe ja wieder einen Kraftriegel ohne Luftpolster. Es wird immer schlimmer. Ja, ich weiß. Aber ich bin immer bei dir. Entschuldigung. Ja, Pretorius? Gut, ich komm. Dein Mann, Sotrup, ist an Bord kollabiert. Was ist jetzt? Der Mann hat eine schwere Vergiftung. Rufen Sie einen Notarzt. Er ist eine Ratte. Und Sie vergiften ihn wie eine Ratte. Sagt mein Mann. Komm, so, Kommissarin. Und rechts hoch ziehen. Und links. Jawohl. Rechts Seite raus. Komm, Kommissarin. Und ziehen. Kräftig ziehen. Da sind Sie ja endlich. Jawohl, okay. Und nach vorne. Da gehen Sie schon mal vor. Ich komme gleich nach. Jawohl. Nach vorne gerne schieben. Und schieben. Und noch einmal schieben. Das Ganze mit Kraft vor. Jawohl, prima. Einmal noch schieben und... Lass mich in Ruhe. Was ist hier los, Sandra? Verpiss dich!
Das hing heute früh an meinem Fahrrad. Typisch. Wie mit der Karte zu Ihnen nach Hannover. So sind die hier, immer hinten rum. Ich weiß nicht viel von dem, was hier hinter den Kulissen läuft, weil ich nichts wissen soll. Die trauen mir nicht, weil die hier oben an der Küste noch nie der Polizei getraut haben. Das glaube ich, dass das nicht immer leicht ist hier. Ja, neulich habe ich dem Schröder bei einer Alkoholkontrolle den Lappen abgenommen. Daraufhin haben die 3 Wochen in der Kneipe kein Wort mehr mit mir gesprochen. Ne? So läuft das hier. Und wenn dann eins von den Kids zu viel gesoffen hat und mit dem Moped gegen den Baum rast, sind auch wieder an Schuld. Genau so ist es. Lag mal in letzter Zeit dienstlich was gegen Jelinek oder Pretorius vor? Bei mir nicht. Checken Sie mal Norden und Aurich. Mach ich. Was machen Sie eigentlich heute Abend? Die Kollegen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was heißt denn nicht übertrieben, verdammt nochmal? Muss es wirklich immer erst eine Leiche geben, bis wir einen Arsch hochkriegen? Entschuldigung. Hi. Na? Hallo. Dach, schön, dass Sie da sind. Kommen wir gerne. Der Mageninhalt enthält nicht nur diesen Kraftriegel, sondern auch Spuren von unserem Gift. Und was passiert jetzt mit mir? Auf Sie kommt ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung zu. Zum Röchtum. Nimke Jelinek will Selbstmord begehen. Und bringen Sie Sandra mit. Danke. Runter, Ihr Mann hat gestanden. Was hat er gestanden? Dass er Sodop umgebracht hat. Ich habe die Regel vergiftet. Ich wollte Roland umbringen. Ihr Mann lebt noch. Und am Tod von Sodop sind Sie nicht schuld. Bleiben Sie weg! Mama! Bitte komm herunter! Tu mir das nicht an! Der Jelinek hat einen Anwalt bestellt. Das ist sein gutes Recht. Der Büsing aus Aurich, der beißt wie Salzsäure. Viel Feind, viel Ehre. Er wartet in der Hauptwache im Norden auf Sie.
Die Anzeige ist circa 4 Wochen alt. Verdacht auf Körperverletzung zum Nachteil der Nünke Jelinek. Wollen Sie ein Bier? Nee, danke. Was sagt denn der Amtsarzt dazu? Ja, sie hat die Untersuchung verweigert. Darüber hinaus kam Pretorius noch mit psychosomatischer Störung, depressiver Verstimmung aufgrund von seelischer Grausamkeit an. Also, wenn man es liest, nichts wie heißer Luft. Hier auf dem Land gibt es halt manchmal stärkeren Tobak, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, weiß ich nicht. Naja, der Roland sagt, seine Frau muss im Haus spuren. Er bringt die Brötchen heim, legt sich krumm, da denken die Leute hier oben, dass er auch verlangen kann, dass seine Frau im Haus spurt. Selbst wenn sie dünne Nerven hat und ihr Heilpraktiker Mitleid mit ihr bekommt. Verfahren eingestellt? Gar nicht erst eröffnet. Sie hat die Anzeige zurückgezogen. Was war mit den Apotheken? Nordersiel habe ich durch, Fehlanzeige. Jetzt kommt noch Norden. Haben Sie auch einen Cola? Nö. Aber heute Abend könnte ich Sie einladen. Zum Blauen Seemann. 9 Uhr? Mal sehen. Was machst du da? Ich pack deine Sachen. Mama, du musst sofort weg hier. Bist du verrückt? Er sitzt gerade im Knast und kann ihm nichts tun. Deswegen musst du sofort weg hier. Woher weißt du, dass sie ihn nicht gleich wieder rauslassen? Denk doch endlich mal an dich selber. An dich. Kapierst du? Wieso mischst du dich immer ein? Merkst du nicht, wo dein Haus uns hinführt? Es kann doch nicht alles umsonst sein. Wieso wisst ihr denn immer alle besser, was gut für mich ist? Sie unterstellen meinem Mandanten, dass er versucht hat, Herrn Sodrup zu vergiften, weil er den Ausgang des Prozesses fürchtete? Es gibt nachgewiesenerweise extreme Spannungen zwischen beiden Schiffseigentümern. Darüber hinaus geht es bei dem Prozess um viel Geld. Ja, 8.500 Euro. Ich habe mich mit dem Anwalt von Herrn Sodrup geeinigt. Thank you.